Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil des Themas Ermittlung von Anforderungen im Software Engineering. Mein Name ist Jörn Schlingensiepen und im letzten Teil habe ich ja mit einem kleinen Rätsel aufgehört. Und zwar war ja die Frage, wie kann ich hier diese neuen Kreise mit vier Linien verbinden, ohne abzusetzen? Ja, das war die Frage und es war ein Beispiel dafür, dass man oft die naheliegenden Lösungen nicht sieht, weil man von falschen Vorfixierungen ausgeht. Und wenn wir das jetzt einfach mal durchspielen, dann sehen wir, naja, wenn ich das mit den Linien mache, so wie wir es als erstes sehen, ja, dann gibt es eine Linie, noch eine Linie und noch eine Linie und dann habe ich irgendwann die vier Linien voll. Und dann sehen Sie, habe ich trotzdem nicht alle neun miteinander verbunden. Das ist ja nicht, was ich will. Ne? Die Aufgabe war ja, ich möchte mit vier Linien alle neun miteinander verbinden. Wir sehen, da gibt es offensichtlich ein Problem. Es gibt ja auch eine Lösung dafür. Jeder von uns kennt das Haus des Nikolaus. Also schauen wir mal, wie wir das anders hinkriegen. Und eine Lösung könnte sein, dass ich hergehe und sage, na, ich mache die erste Linie so. Die zweite Linie führt dann eben hier rüber. Dann führt die vierte Linie hier runter. Die dritte und dann die vierte eben wieder hier hoch. Ja, und wir sehen, das ist jetzt eine relativ naheliegende Lösung. Und wir kommen da erstmal nicht drauf, ja, im ersten Moment. Weil wir so fixiert sind, dass das irgendwie diese schwarze Linie ein Rand ist, ne, dass man da nicht drüber malen darf. Ja, und selbst wenn das jetzt ein Bierdeckel auf dem Tresen wäre, ne, da könnte man ja einfach, auch selbst da können wir ja drüber malen. Ne? Also die Fixierung, die wir haben, ist, das muss alles in diesem Quadrat stattfinden. Und das ist eben nicht so. Ne? Also in unserem Fall, wenn man sich davon frei macht, also dieses Quadrat wegdenken würde zum Beispiel, dann würde man einfach diese Lösung hier angeben. Gut, nehmen wir mal an, die Aufgabenstellung wäre gar nicht vier, sondern es sollen möglichst wenig Linien sein. Dann könnte man noch eigentlich weitergehen und könnte sogar hingehen und sagen, ja, ich mache eine Lösung, die mit drei Linien auskommt. Ne? Die erst die Linien, die unteren drei verbindet, dann die nächsten drei und dann die nächsten drei. Auch das würde ohne Absetzen gehen. Ja, und hier ist auch wieder klar, da gibt es auch wieder eine Vorfixierung, die uns diese Lösung nicht sehen lässt. Ja, und das ist die Vorfixierung, dass wir davon ausgehen, dass die Linien durch die Mitten von den Kreisen gehen müssen. Das steht aber gar nicht da. Ja? Also das ist jetzt ein Beispiel für eine Vorfixierung, die uns quasi das Sehen einer naheliegenden Lösung verwehrt. Gut, ich kann natürlich auch was ganz Verrücktes machen und kann einfach sagen, okay, ich mache da jetzt mal eine ganz dicke Linie drüber. Ja? Auch das ist wieder klar, das ist so eine Einschränkung, die war irgendwie in dieser Aufgabenstellung zwar nicht drin, aber die hatten wir natürlich alle im Kopf, ja? Dass nämlich die Dicke von dieser Linie limitiert ist. Ne? Also machen Sie eine Linie, dann denkt jeder von uns, ja, mache ich mit einem Stift. Ne? Da kommt halt eine Linie bei raus. Ja? Dann gibt es noch ein paar schöne Einschränkungen, die habe ich damals beim Kollegen Dietz geklaut. Klar, kann man natürlich hergehen und kann sagen, okay, ich falte das einmal so, dann falte ich das so, dann klappe ich das so zusammen. Ja? Und dann gibt es hier in dem Bereich auf einmal eine Linie. Ne? Diese eine Linie verbindet jetzt alle neun Punkte. Auch hier ist klar, es gab eine Vorfixierung und die Vorfixierung war für uns, Papier ist nicht faltbar. Na klar, so wie das Problem daherkam, hat jeder gedacht, naja, es geht um diese Ebene. Ne? Da war ja, stand ja auch nichts von Falten oder sonst was. Ja? Papier ist aber faltbar. Das hier ist meine Lieblingslösung. Die ist so der Marke, das Eckige muss in das Runde. Ja? Also hier ist natürlich auch klar, die Vorfixierung, wir haben es eben gesehen, wir haben das Papier gefaltet. Wir haben natürlich auch eine Vorfixierung im Kopf, dass man diesen Bierdeckel jetzt für dieses Spielchen eben nicht auseinandernehmen darf. Ne? Aber so könnte man ihn auseinandernehmen. Und dann hätte man auch eine Linie, in dem Fall halt den Stift, der alle Punkte miteinander verbindet. So, was auch geht ist, und das ist jetzt in der Informatik gar nicht so weit hergeholt, dass man halt einfach hingeht und sagt, naja, möglichst alle neuen Kreise, stellen wir mal in Frage und fragen, wie ist es denn, wenn ich weniger von diesen Kreisen verbinde. Also das Pareto-Prinzip sagt ja auch, wenn ich mit 20% des Einsatzes 80% der Probleme lösen kann, dann sollte ich mit diesen 20% anfangen. Und in unserem Fall ist es halt so, wir haben so eine Vorfixierung, dass wir sagen, naja, wenn da steht, verbinde alle Punkte und so, dann gehen wir hin und verbinden alle Punkte. Aber die Frage, die sich hier stellt, ist natürlich, was passiert eigentlich, wenn ich weniger Punkte verbinde oder nur zufällig viele, also 7 oder 8. Also das wäre jetzt in dem Fall halt eben dieses zerknüllte Papier. Und auch da ist klar, dieses Zerknüllen, das geht rasend schnell. Also da brauchen wir uns keine großartigen Gedanken machen. Das ist schnell implementiert. Also das sind jetzt im Prinzip
So Vorfixierungen, die uns diesen einfachen Schritt am Anfang klären und präzisieren der Aufgabenstellung und daraus ableiten einer Anforderungsliste schwer machen. Trotzdem ist es wichtig, diese Anforderungsliste zu haben. Ja, und deshalb erstellen wir sie eben anhand von Checklisten, ja, und sammeln eben immer Qualität und Quantität zu unseren Anforderungen hinzu. Warum machen wir das? Das eine ist, wir haben da eine vollständige Beschreibung. Also hoffentlich gibt es am Ende ein zentrales Dokument oder eben ein System, in dem man sich einen zentralen Stand abrufen kann. Ja, das Ganze ist eindeutig. Es gibt eben keine Anforderungen, die sich gegenseitig widersprechen. Ja, ich kann meine Forderungen gewichten. Das heißt, ich kann diesen Forderungen nachher auch zum Beispiel Kostenfunktionen hinterlegen, kann sagen, ja, wenn das Auto halt doch 50% weniger wiegen soll als der Vorgänger, ja, dann müssen das halt eben aus Carbon falten. Das wird viermal so teuer. Und da kann man die Frage stellen, ist diese Forderung tatsächlich so wichtig, ja, dass man das tatsächlich auch am Ende erlösen kann. Und was natürlich auch super ist, wenn ich eine Anforderungsliste habe, dann kann ich die in Gruppen einteilen und kann eben Teile in Teilsystemen lösen. Und das ist ja was, das machen wir in der Softwareentwicklung ja gerne. Wir nehmen ja große Systeme mit extrem hohem Funktionsumfang, also zum Beispiel so ein Datenbanksystem, das ist ja ein hochfunktionales Teilsystem. Ja. Das nehme ich mir aus dem Schrank. Ja. Da kaufe ich eine Lizenz, sage, okay, Datenbanksystem kaufe ich, schreibe ich nicht mehr selber. Ja. Da ist natürlich dieses Einteilen in Gruppen umso wertvoller, ja, aber kennen wir trotzdem ja aus dem normalen klassischen Maschinenbau, kein Mensch kommt auf die Idee und klöppelt irgendwie seine Wälzlager selber oder so. Ne? Also das kennen wir ja auch schon. Gut, dann brauchen wir eine Form, das kennen wir auch aus Konstruktion 2. Also wir gewichten unsere Anforderungen, wir schreiben uns gerne noch dazu, wo die herkommt, damit wir unter Umständen nochmal nachfragen können. Dann versuchen wir das irgendwie in einem Formblatt zu haben, also so dass die ungefähr gleichmäßig erfasst sind, sodass man die dann nachher zum Beispiel in so einem digitalen System sortieren und durchsuchen kann. Dann ist es immer ganz praktisch, eine Änderungsverfolgung zu machen, also gerade einen Audit Trail, denn wir wissen ja, wenn ich eine Anforderungsliste habe und auf Basis der Anforderungsliste wird gearbeitet, wird auch Geld ausgegeben. Ja, also wenn ich jetzt auf Basis einer Anforderungsliste Konzepte oder Funktionsstrukturen mache, dann kostet das Geld. Also irgendjemand muss irgendwann mal sagen, okay, diese Anforderungsliste ist so reif, ja, dass ich die freigebe, ne, deshalb Freigabe der Anforderungsliste, dass die nächste Stufe damit losgehen kann, also zum Beispiel die Funktionsanalyse. Gut, wie erreichen wir das? Das erreichen wir in der Regel so, dass wir im Unternehmen dieses Dokument ganz normal im Dokumentenmanagementsystem unterwerfen. Ne, also führen und lenken, Dokumentenmanagementsystem versionieren und so weiter. Wichtig ist auch, dass die Liste weitergepflegt wird. Also wenn der Kunde zwischendurch anruft und sagt, ich habe die zwei im blauen Stellen, die Anlage, sie muss jetzt aber grün sein, dann wäre es schon ganz gut, wenn man die Anforderungsliste nochmal anschaut. Ja, und was auch noch so ganz praktisch ist, wenn man Verantwortlichkeiten festlegen möchte, dann kann man eben diese Anforderungsliste so als ersten Knotenpunkt nehmen und sagen, in dieser Anforderungsliste gibt es Anforderungen und für einzelne von diesen Anforderungen sind bestimmte Menschen eben verantwortlich. Ja, das ist ja gerade, wenn ich mit mehreren Leuten entwickle, geht es ja gar nicht anders. Ich muss ja Verantwortung aufteilen, damit am Ende auch Aufgaben von verschiedenen Leuten ausgeführt werden. Ja, das kennen wir alle. Das ist aus ein paar Bytes. So sahen die halt früher aus. Wir schreiben uns eine Anforderungsliste und da gibt es eine Wunschforderung. Da sollen irgendwie 15 Kartons aufgerichtet und verklebt werden in verschiedenen Größen. Da steht ja alles drauf. Dann gibt es eben dass eben so eine Maschine bestimmte Rüstzeiten oder einfach gerüstet werden kann, dass man eben eine maximale Herstellkosten hat. Ja, also was weiß ich, hier steht 15.000 Mark noch drin und so weiter. Aber Sie sehen, da gibt es also einfach eine Tabelle und da halten sich alle dran und da gibt es hier vorne so eine Mitschrift, wann habe ich was gemacht. Und Sie sehen, das war 1971, also das macht man offensichtlich schon ein paar Tage in dieser Form, ne, dass man es eben möglichst standardisiert. Jetzt haben wir aber ein Problem. Also was wir bis jetzt gemacht haben, ist ja, wir haben uns jetzt einfach nochmal rekapituliert, wie finden wir eigentlich die Funktionen, die unser Produkt erfüllen soll, indem wir als erstes aufschreiben, welche Anforderungen hat denn der Kunde. Das haben wir, wie haben wir eben schon gesagt, der Kunde, der hat hier so diffuse Vorstellungen. Ne?
Jetzt ist es natürlich bei diesem Nagel- und Hammerproblem nicht diffus. Ne? Also wenn dieser Nagel in diese Wand soll, dann ist es nicht diffus. Das Problem liegt eher darin, dass so ein IT-System in der Regel so einen Ablauf, also so einen Arbeitsablauf unterstützt. Ja, und dieser Arbeitsablauf, der ist ja noch unbekannt. Also es gibt sicher einen, denn das Unternehmen, für das wir arbeiten, oder der gedachte Kunde, für den wir eine Applikation entwickeln, die sein Leben besser machen soll, die gibt es ja schon. Ne? Die arbeiten irgendwie, ja, also was weiß ich, der mit dieser Rezepte-App, ja, der hat heute halt einen Karteikasten mit den Rezepten und da verliert er sie immer, das ist ja sein Problem. Ja? Aber ich habe jetzt im Prinzip so Arbeitsweisen, die mein System unterstützen soll. Und da kommt jetzt die Krux ins Spiel. Diese Arbeitsweisen, die kennen die Kunden gar nicht so genau, weil sie unter Umständen vielleicht in der digitalen Welt anders arbeiten würden als in der analogen Welt. Ja, oder weil sie eben dieses IT-Projekt gleich benutzen, um auch ihre Organisation zu optimieren. Und dann kommen wir natürlich der Sache schon näher, warum scheitern eigentlich so viele IT-Projekte? Ja, so viele IT-Projekte scheitern ja nicht daran, dass die Softwareentwickler irgendwie nicht in der Lage sind, eine Software zu implementieren. Ja, also ein Softwareentwickler, der jetzt angewandte Informatik oder sowas studiert hat, der kann eine Software implementieren, da können sie sich drauf verlassen. Das Problem ist vielmehr, dass die Anforderungen so unscharf sind, weil eben diese Endprozesse, also diese, wir optimieren beim IT-Projekt gleich noch unsere Prozesse mit Prozesse, weil die einfach unbekannt sind. Ja? Und das ist das, was wir heute haben unter dem großen, großen Oberbegriff Digitalisierung von Arbeitsabläufen. Ja, also diese einfache Digitalisierung von den einfachsten Dingen führt eben zu großen Problemen, weil ich jetzt natürlich alles, was ich heute informell mache, also wo ich sage, ja, der Müller und der Schulze, die treffen sich dreimal im Monat und dann quatschen die irgendwas und danach läuft es irgendwie. Das muss ich ja jetzt alles explizit machen. Ne? Ich muss im Prinzip sagen, wie hinterlege ich das im System? Wie beschreibe ich das tatsächlich in einem, erstmal in einem Tool, wo ich es nur beschreibe? Das gucken wir uns in der nächsten Vorlesung an. Aber wie unterstütze ich das mit meinem Werkzeug? Also wie soll das IT-System das unterstützen? Und dann werden viele Dinge explizit. Und da gibt es dann die tollsten Sachen. Also da gibt es, können Sie mal in der Literatur gucken, da gibt es natürlich auch die Beharrungskräfte, also Leute, die halt auf eine bestimmte Art und Weise etwas die letzten 10 Jahre gemacht haben. Die finden das ja gut, wie sie das gemacht haben. Ja? Und warum auch nicht? Das hat ja geklappt. Ja? Es ist halt einfach die Frage, wenn ich es digitalisiere, was sind die Vorteile? Vielleicht habe ich einen Wettbewerber, der schon digitalisiert hat. Ja? Und dann könnte es unter Umständen überlebenswichtig sein, dass ich auch digitalisiere. Ja? Und das ist die Krux, weshalb meine IT-Projekte scheitern und weshalb ich eine spezielle Art und Weise der Klärung der Aufgabenstellung brauche. Was heißt das jetzt für das Ermitteln der Anforderungen bei der Digitalisierung? Erstmal muss ich Benutzeranforderungen relativ einfach ermitteln können. Das heißt, ich brauche irgendeine Form, mit der ich auch mit meinem Benutzer sprechen kann. Ne? Denn diese Anforderungen sind jetzt quasi das Scharnier zwischen dem Entwickler und dem Fachanwender. Ne? Der Fachanwender ist ja der heute schon irgendwas tut, ja, oder etwas Ähnliches tut, aber irgendwie etwas anderes tun soll oder will. Ja. Und deshalb müssen wir die jetzt irgendwie miteinander in Verbindung bringen. Ja. Der Entwickler ist der das IT-System entwickeln kann, also unser angewandter Informatiker aus dem Beispiel von eben. Und der Fachanwender ist vielleicht der in seiner Fachabteilung sitzt und sagt, ja, ich kaufe zum Beispiel die Schrauben ein. Ne. So, das heißt, wir brauchen eine gemeinsame Sprache und dann bietet sich es halt an, wenn man das strukturiert. Also wenn man quasi sagt, es gibt eine bestimmte Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir Dinge aufschreiben und die kann ich einfach befüllen, ne, mit dem, was der Fachanwender mir sagt. Und der Fachanwender kann die auch einfach wieder verstehen und kann dann zurückspielen, ist das richtig? Warum mache ich das? Das mache ich, um eine gewisse Verbindlichkeit zu schaffen. Ne? Das heißt, wenn ich einmal aufgeschrieben habe, das Tool soll eine Webanwendung sein und nicht lokal auf dem Rechner laufen, dann ist das verbindlich. Dann wird eine Webanwendung gebaut. Ja? Dann habe ich natürlich irgendwie Ziele, die am Anfang so diffus sind, ja? Und die aber dann klarer werden. Weil wenn ich sage, das Tool, das diese und jene Anwendung, die ich jetzt hier gerade aufschreibe, erfüllt, ja? Oder zulässt, diese Anwendung, ja? Das ist ein klares Ziel. Ja? Wenn ich sage, okay, dieser Einkauf von diesen Nägeln soll vereinfacht werden, es soll eine Möglichkeit geben, dazu verschiedene Lieferanten einzubinden und so weiter, ja, dann weiß ich, okay, so und so soll das aussehen. Ja. Ich kann auch auf der Basis sachlich diskutieren, denn ich habe es eben schon gesagt, wir verändern
die Art und Weise, wie die Menschen arbeiten. Das Problem ist nur, die Art und Weise, wie sie arbeiten, ist natürlich auch zu einer gewissen Weise die Art und Weise geworden, wie sie denken. Ja, und dieses, ich komme jetzt da in deine Welt und möchte jetzt irgendwie das verändern. Ja, das führt zu Abwehrreaktionen. Das ist auch völlig klar. Ja. Die Leute arbeiten so, und sie waren ja auch die letzten Jahre damit erfolgreich. Warum sollen sie was ändern? Ja? Im Umkehrschluss habe ich jetzt als jemand, der von außen kommt und eine Software entwickeln will, also als klassischer Software-Engineer, habe ich das Problem, ich habe ja nicht die leiseste Ahnung der Fachdomäne. Ich weiß ja gar nicht, wie man diese Nägel kauft. Ja? Und um dieses Verständnis aufzubauen, um quasi zu lernen, was die in dieser Fachdomäne machen, brauche ich eben diese verbindlich aufgeschriebenen Anforderungen. Um diese Anforderungen jetzt aufzuschreiben, gibt es eine ganze Reihe von Methoden und Ansätzen, und im nächsten Video schauen wir uns davon mal ein paar an.